Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei den Amüsiertabletten. Ich bin euer Quatschkau und wir sind jetzt mit dieser Mannschaft zurück. Ich habe ein bisschen was übersprungen, eigentlich nur das Training und eben dann auch hier die Aufstellung zu verändern. Wir haben die Neuen mit dabei, Silke, Moa, Green. Die testen wir jetzt mal an gegen Wolfsburg und ich hoffe, dass wir da gut abschneiden werden. Deng ist gut in Form, hat gut gehalten in letzter Zeit. Wir haben jetzt aktuell überhaupt gar keinen Nachwuchs mehr da drin. Das habe ich mir ein bisschen blöd überlegt, stelle ich gerade fest. Von daher müssen wir mal schauen, dass dem bitte nie was passiert. Ansonsten müssen wir mal gucken, was wir gegebenenfalls auch noch haben in der Jugend und müssen dann gegebenenfalls auch da aktiv werden. Oh mein fucking Gott. Ach. Ich war ein bisschen überrascht gerade, so insgesamt. Ah, oh, toll. Bam, reingewämst, Junge. Oh, so, das war daneben. Treffer. Ich glaube, das ist das, was ich auch schon immer in Dingens ganz gut konnte. Also hier im mit Walker, wenn es das Training gab. Oh shit. Naja, egal. Lasst uns nicht das Training hier machen. Wir gehen jetzt direkt rein ins Spiel. Und da werden die Neuen mal richtig gefordert sein. So, wir bleiben erstmal im ausgeglichenen Spielmodus, weil ich nicht weiß, wie wir uns dann entsprechend verhalten. So, Green. Moore kam angelaufen, hat sich schon mal angeboten, ist schon mal schön. Und Moore verliert den Ball. Upsa. So, das ist schon mal geklärt. Aber da war dann der Ball doch etwas. Silke, guter Einsatz. Na, sollte der Ball auch gar nicht hin eigentlich. So groß hier mit dran. So, Subiech hat das ein bisschen geklärt. Deng, Ball raus. So, auf Green. Noah, Weber, Duziak. Ah, dann Duziak etwas ungenau. Und dann geht der Ball auch hier schon hin und her. Wuppa! Ecke! Zieher ist dran. Ich glaube, mit dem Rücken war's. Erster Ball auf Gomez. Zurückgespielt und vorbei von Bellarabi. Relativ ruhig. Henrichs Ball rüber. Instart spielt mit Green. Green hoch. Moa, sehr überlegt, sehr gut. So, hier ging der Ball weiter. Und zack auf Green. Der spielt den Ball. Groß und ja, gut. Der Ball war jetzt nicht die ultra platzierteste Sau. Nicht gut. Wir müssen uns echt in Acht nehmen vor solchen Kontern, die dann da laufen. Oh! Oh Gott! Oh, Luis Gustavo macht das Ding. Deng sah hier nicht gut aus. Mit dem Ball. Da ist der Gegentreffer etwas glücklich passiert. Wir hatten ja auch schon unsere Szenen, sage ich jetzt mal. Also da müssen wir definitiv ein bisschen aufpassen. Ah, da wollte ich ihn eigentlich ein bisschen überspielen, aber hätte Fahrradkette. So, Deng.
wie gesagt, sah gerade ein bisschen unglücklich in der Situation aus. Das kann man aber verkraften. Ah, und Duziak. Diese Schwachstelle hätten wir eigentlich eher ausbügeln müssen. Aber Duziak ist einfach auf dem LM-Posten immer noch ziemlich gut. Ja, Hedenstart, gut gemacht. Gut geregelt. So, ein paar Leute hingefallen. Das war wiederum gut von Duziak. So, Silke hätte da beinahe was geleistet, aber leider nicht richtig rangekommen jetzt. Und der Ball ist im Aus. Duziak. Ah. Und den Ball wieder rausgespielt. Diesmal aber ein bisschen weiter weg. Da muss man ein bisschen gucken, dass man den Ball auch mal ein bisschen annehmen kann. Und nicht immer nur so. Ach! Nee, geh da nicht ran. Geh da nicht ran. So, Ball ist im Aus. Weber ist dran. Das war alles ein bisschen ungünstig gespielt. So, Green. Ah! War ja an und für sich gut, da den Ball nochmal mitzunehmen. So, Zieheis hat aufgepasst. So, mit Green. Zieht mal oben ein bisschen rein. Nein, der Ball sollte eigentlich weitergehen zu Groß, der meiner Meinung nach durchgelaufen war. Bisher nicht so der Impact, den wir gerne hatten. Aber ist jetzt auch nicht so, noch nicht so schlimm. Aber trotzdem, da haben wir uns natürlich was anderes jetzt vorgestellt. Deng da mit seinem komischen Lapsus, den er da gemacht hat, war auch ein bisschen eigenartig aus, dass der dann noch dementsprechend auch an die an den Pfosten ging. Aber gut. Nein, ach Gott, der sollte auch auf Mohr, der oben mitlief. Ach, und Mohr. Schade. Den Ball da nicht richtig mitbekommen. So, über außen, über Duziak. Da könnte jetzt mal was gehen. Da geht doch was. Oh, nein! Und der Ball ist rausgeschlagen. So, runterholen. Ja. Runterholen und sicher halten. Das wäre hier die Devise. Ach Gott, da hat er dann abgeblockt. Und dann ist es passiert. Und abgeblockt. Mohr hier mit Knoche im Gang. Jeden Start mit dem Kopf auf einen Spieler, der nicht mehr da stand. So, ich glaube, es ist Green, der da immer sehr, sehr viel läuft. Und wir müssen jetzt mal ein bisschen was wagen. Upsa. Groß.
Ziereis. Ach, zu eng gemacht das Ganze und dann haben wir den Salat. Der Ball jetzt nach hinten gespielt und irgendwie ist da keiner mehr. Jeden Start ist da immer etwas aktiv unterwegs. Ach, das wäre auch schön geworden, aber nee. Müssen wir jetzt mal gleich gucken, ob wir Moa rausnehmen und Terodde dann noch bringen. Upsa, upsa. Deng hält nichts. Deng hält nichts. Der Schuss kam doch nicht unerwartet und von gar nicht so weit weg. Von so nah, so. Groß muss raus, der ist durch. Terodde für Moa, um mal ein bisschen vorne reinzukriegen. Und Bubala muss mal für Henrichs rein. Henrichs ist ein bisschen müde, Green hält's noch aus. Was macht denn Deng da den ganzen Tag? Ist ja unfassbar. Ich glaube, es waren zwei Schüsse aufs Tor. Ja, das ist abgepfiffen, weil ich dachte, da komme ich besser ran, aber es wird gelb geben. Definitiv auch zu Recht für Green. Alles gut. Da dachte ich, da komme ich noch mit der Grätsche ran, kann den Ball vielleicht noch abnehmen und das Spiel schnell gestalten. Ach, und Hedenstart macht diese Chance, die wir da hatten, zunichte. So, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir dann hier auch entsprechend mit Green dann nichts machen, was jetzt irgendwie sehr unbedacht wäre. Weiter Ball. Green hat den, glaube ich, abgefangen, ganz gut. Ist dann aber abgepfiffen worden. So, Green wieder. Ach, ja, Hedenstart. Bleib stehen, ist kein Thema. Gott, heute läuft auch gar nichts, ne? Und Hedenstart ist sehr offensiv unterwegs gerade. Bis in dem Moment. Gemacht von Selke. Jetzt ist mit Luciak mal ein schneller Mann unterwegs, der abgedrängt wurde, aber es gibt Foul. Kamera ändern. Ach, ja, das ist natürlich jetzt nichts wert. Nee, hier holen wir uns jetzt keinen Blumentopf. Dann werden wir wohl gucken. Sieg hat sich relativ, naja, okay verkauft. Deng hat absoluten Mist gebaut. Nicht gut als Torwart. Wenn du als Torwart einen Mist baust, dann ist der Torwart auch immer schuld. Na gut, sei es drum. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, sagt euer Konchka. Haut rein. Ciao!